herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Banjo-Kazooie. Und ich habe diesmal weibliche Verstärkung dabei. Die Elite-Ninja-Hamster. Hi. Ja, und ich stecke immer noch in Freezy Peak fest. Hui! Und die undankbaren Kinder. Hui! Jetzt werde ich erstmal ihren Papa herausfordern. Jetzt gibt's einen aufs Maul. Und wieder es lebt. Juhu, ich freue mich so. Es ist immer ein Anfang bei dir. Es ist das Begrüßungsleck. Oh. Was machst du da? Ich wollte springen. Ich glaube, ich stecke wieder in Schwierigkeiten hier. Ja, ich denke, ich fordere den Eisbären heraus. Tu das. Boggy! Herkomm! Ich muss später in diesem Level nochmal zurück. Hi, Freunde! Niemand will gegen mich antreten. Oh, eine Runde Mitleid. Wir hauen dich in die Pfanne, Bärchen. Sorry, ihr passt nicht auf den Schlitten. Ich fahre nur gegen einen kleineren Gegner. Okay. Ja, was bist du denn für ein Arsch? Jetzt müsst ihr euch trennen, ne? Nee, trennen funktioniert das in Banjo-Tooie. Oh, schade. Ich muss mich... Bei Mumbo muss ich mich verwandeln. Oder Mambo, wie der heißt. Also kleiner Mann. Ich nehme tatsächlich eine andere Gestalt an, ja. Cool. Ich schrumpfe mich nicht, aber ich verwandle mich. Oh, ein Silberschädel. Ikambukam. Okay. Ja, da waren diese ekelhaften Schneemänner. Und wenn ich mich verwandelt habe, kann ich auch durch das kalte Wasser laufen. Aha. Und komme in Waters Höhle rein. Also es tut dir nichts mehr an. Nein. Es lenkt. Es ist super, ne? Ja. So wunderschön wie diese beleuchteten Häuser. Ein Traum. Von Heim. Ja, so. Wie komme ich da? Ah. Oh. Super Aktion. Oh. Warum sind die Gummistiefel da und nicht da vorne? Weil es so ist. Oh, guck mal, er schläft. Ja, und wie komme ich da hoch? Du hast mir mein Nika-Schläfchen gekostet. Mir fehlt noch der grüne und der orangene. Der orangene ist in Wassers Höhle. Okay. Da muss ich später als Banjo noch mal rein. Jetzt halte ich fest, in was ich verwandelt werde. Du wirst es nicht glauben. Einfach, yo. Banjo jetzt ganz dick und große Zähne haben. Ho, ho, ho. Scheiße! Oh mein Gott! Ein Walross! Wow! Aber weil ich jetzt bist du wirklich fett! Aber weil ich jetzt ein Walross bin, lässt Wasa mich auch in seine Höhle vor. Der gesagt: Hier, ein Bär! Okay. Du weißt schon, dieses Walross da eben, ja, wo das gesagt hat: Ih, da kommt ein Bär! Ja. Das ist eine Beleidigung. Ein Bär! Okay. Ne, ich grase jetzt erstmal. Ich habe ja schon fast alle 100 Noten. Besser gesagt, ich habe jetzt alle 100 Noten. Eine Sorge weniger. Ihr habt tatsächlich alle 100 Noten dieser Welt gefunden. Applaus. Yeah! Wir haben gewonnen. Danke. Nur der Anfang von dem Ganzen. Was machst du? Die Magie des Leggings. Yeah. Ich gehe jetzt nach Wassers Höhle. Blöde Frage. Sie fesseln uns. Diese Legs. Wie in Zeitlupe. Oh yeah. Da geht noch was. Oh, guck mal, Eiswürfel. Weg, hau ab! Weiche von mir!
Der will hinterher die her, ne? Ja, ich weiß, ich bin unwiderstehlich. Was machst du? Ich springe. Guck mal, wie er sich freut. Ja, weil du jetzt aussiehst wie einer von seinen Freunden. Wow, noch ein Walross. Nimm das. Aber nimm dich hier Nacht vor dem stinkenden Bär und dem doofen Vogel. Boah, warte nur, wenn ich wieder ein Bär bin. Da kannst du Wasser geben. Aber ich glaube, der fühlte sich alleine, deswegen hat er dir das gegeben, weil du jetzt ein seiner Freunde bist. Ich bin aber nicht sein Freund, der hat mich beleidigt. Er weiß doch nicht, dass du bist. Naja, sollte besser aufpassen, wenn dass man lästert. Dass du der Bär bist, der Bär. Ja, man sollte aufpassen, wenn man lästert. Pass auf, jetzt versuch dir gleich einen Bären aufzubinden. Ja. Oh. Flach, der kam flach. Hey! Hey! Oh, noch so ein Eisblock. Erst schnell weg. Mit den Federn? Brauche ich nicht. Na super. Hopp. Nur leider komme ich an den orangen Ginger nicht ran. Da komme ich nur als Bär dran. Da oben ist dieses kleine Mistvieh. Da oben ist er. Ja, ich sehe es. Und durch das Fenster kann man auch den Eisschlüssel sehen. Okay. Aber das hat es ja leider nicht ins Spiel geschafft. Ja, leider. Man kann nicht alles haben. Durch Cheats kommt man dran. Wir cheaten nicht. Wir spielen ehrlich. Wir sind ehrliche Menschen. Ich habe eh kein Game Shark. Von daher ist es auch unsinnig. Und außerdem, man kann... Selbst wenn man die Eier durch die Cheats erhält, man kann eh nichts damit machen. Das wäre geil, wenn du dann cheatest und dein ganzes Spiel stürzt ab. Da hast du mich noch mehr Ärger. Ich würde es gar nicht machen, weil die Eier nämlich sowieso keine Wirkung haben. Die waren für Banjo-Tooie gedacht. Doin. Hauptsache der Rucksack schneller, darf nicht fehlen. Schneller! Ich bin ein Walross, ich kann nicht so schnell robben. Kollege Walross, Lust auf ein Rennen? Dann hüpfe auf den Schlitten. Yay! Ich muss den später nochmal herausfordern. Ich hab einen bestimmten Move noch nicht. Super, jetzt musst du nur noch den Schlitten durch die roten Slalomschlangen lenken. Hallo, hast du jetzt mal aufgepasst hier? Ich weiß nicht, ich gehe da durch die Slalomschlangen. Wie geil. Du mit deinen Sprachfehlern, ist immer so herrlich. Na und, ist aber lustig. Hey! Geh weg. Wohoi! Das war ganz schön schnell, ne? Nach hinten. Ey, das ist voll der Cheater hier! Oh. Aha. So schlecht hast du aber noch nicht gespielt. Das kannst du besser. Ach, findest du? Ja. Scheiße! Hey! Ihr guckt euch immer nach dir um, ne? Auf welcher Seite stehst du eigentlich? Wer? Du! Warum? Was mach ich denn? Du schwärmst mir hier einen von Bobby vor! Was? Der guckt sich nach dir um! Ja! Ja, los, hopp da rüber! Oder Walross? Walross war's ja. Wow, du bist gut in Form, Kumpel! Respekt! Das hier ist deine Belohnung! Ich suche mir einen schwächeren Gegner. Ich sag doch, das ist ein Arsch!
Ja, aber du hast es noch geschafft, zum Glück. Aber der wurde am Ende hin richtig schnell. Wenn es geht, nicht über den Bildschirm. Sorry, Mann. Frau, Entschuldigung. Sorry, Frau. My babe. Nein, Scherz. Jetzt muss ich mich wieder zurückverwandeln. Ja, dann hopp da. Schwimmen. Schwimmen. Ah, ich weiß, was ich noch nicht gemacht habe. Was fehlt noch? Das siehst du gleich. Okay. Findest du nicht, dass der Schneemann so schöne Knöpfe hat? Der Schneemann? Welcher Schneemann? Da ist nur so ein riesengroßer Schneemann. Den achte ich gar nicht. Ach, stimmt, der ist so klein. Warum soll ich auf den achten? Hat er irgendwas zu tun? Nein. Ja, hat er. Er steht in der Gegend rum. Oh, wow. Super, wie so ein blöder Baum. Okay, Bäume sind nicht dumm, aber wir stehen einfach nur rum, Mann. Warum? Sie versorgen uns mit Leben. Ja, sie reinigen unsere Luft, sagt man. Los, verwandle mich. Huberlecker. Yay. Jetzt sind wir wieder ein Bär. Jetzt muss ich noch mal nach Borsa. What's up? Mir fehlt noch das Puzzleteil von den Gingos. Nein, dafür stehen die Gummistiefel da. Tu es! Nein, tu es nicht! So. Oh, du rennst. Ja. Diese kleine grüne Pestbeule ist hier. Was war das denn? Deine Eier sind fertig? Nein. Was klingelt da? Das heißt, der Move ist gleich zu Ende. Guck, da ist die kleine grüne Pestbeule. Supi! Jetzt haben wir grün, jetzt fehlt uns noch orange. Wir wissen ja, wo der ist. Da oben, da oben. Du musst jetzt in die Höhle und ihm sagen, dass du stinkst. Hallo, ich bin der Bär. Der Einzige, der hier stinkt, ist Wasser selbst. Oh, wie nett du wieder bist. Herrlich. Ja, ich muss mich nicht von so einem blöden Walross beleidigen lassen. Das ist ein Spiel, Kind. Ich bin trotzdem beleidigt. Ja, Kinder halt. Was soll man dazu sagen? Du verlierst Federn. Ja, ich weiß, ich bin in der Mauser. Jetzt haust du auf seine Knöpfe. Mhm. Die sehen das schon so aus wie Zielscheiben. Du bist ihm voll weh. Er hat ein Puzzleteil ausgeschissen. Was? Ja, sieht doch so aus. Du musst auch immer alles so. Ich hab dir was dazu gesagt, Fräulein. Das Bild von der Alten. Das ist ein Hexenschalter. Ein Hexenschalter? Ja. Was schaltest du denn damit ab? Das Gehirn? Nein, in Gruntildas Reich kommen dann so Puzzleteile. Puzzleteile? Ja, Puzzleteile. Wow. Falls es dir noch nicht aufgefallen ist, man sammelt hier Puzzleteile. Isst du die oder was machst du damit? Das habe ich mich auch immer gefragt, ob die isst. Kann ich dir leider nicht beantworten. Wie schmeckt denn so ein Puzzle? Ihr habt noch nie ein Puzzle gegessen. Sollte ich vielleicht mal ändern. Heute gibt's Puzzle zum Essen. Ja, statt Hühnchenfleisch gibt's Puzzle. Nee, statt Pudding gibt's Puzzle. Yay. Jetzt gehen wir das Walross ärgern. Hallo, hier ist der Stinkebär. Schon wieder dieser Bär. Nimm die orangefarbene Nervensäge und lasse den armen Rosa alleine. Siehst du, er mag den Stinkebär nicht. Zeig dem gleich, was ich von ihm halte. Jetzt hast du alle, was passiert jetzt? Krieg ein Puzzle von denen. Oh, wie nett. Der ist denn doch, hast du doch gerade gesehen. Ja, guck, da ist der Schlüssel. Den hätte man kriegen können. Mhm. So, und dir zeige ich jetzt, was ich von dir halte. Ah, Sophie. Hast du jetzt ein Ei verloren?
Ja. Hast du jetzt ein Ei ins Gesicht geschickt? Wenn man es so betrachtet. Ja! Was für ein Puzzle? Du sollst keine Eier legen. Was für ein Puzzleteil fehlt mir denn jetzt noch? Kein Plan. Wo bist du denn da alles gewesen? Keine Ahnung. Was ist mit Schlitten? Du hast das wieder oben. Habe ich im Tannenbaum was vergessen? Frag mich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich nicht mal mehr an meinen letzten Part erinnern. Gucken wir mal. Ameise. Das ist eine Termite. Ach, das noch. Ameisen sind doch Termiten, oder nicht? Nein. Das Scheiße. Ist nicht dasselbe. Es ist nicht dasselbe. Nee. Wie eine. Oh, was machst du? Ich lass mich fallen. Ich falle. Ich werde fallen. Oh yay. Yeah. Sei froh, dass da keine Viecher mehr rauskommen. Lauf! Lauf! Ich weiß nicht mehr, was ich. Welches Puzzleteil ich noch nicht habe. Auf jeden Fall eins kriege ich noch von Boggy. Aber ich habe erst 8. Ich habe doch 8, oder? Ja. Ich habe auch noch nicht alle Honigwaben. Dann suche ich mal die Honigwaben. Ich habe gerade überhaupt keine Ahnung, wo die sein soll. Dann streng dein Köpfchen an. Nichts hier rumgestöhne. Mr. Snowman. Ich weiß, wo die Wabe ist, denke ich. Snowman. In seiner Pfeife. Oh, da ist ein Puzzleteil drin. In seiner Pfeife. Puzzleteil, geil. Ja, super. Und du hast dich gefragt, wo sie ist. Ich weiß nicht mehr alles. Ich muss in den Level sowieso noch mal rein. Was ist das hoch? Naja, ich werde den Level jetzt verlassen. Die Wabe hole ich dann, weil ich muss sowieso noch mal hier rein. Ich habe einen Move noch nicht, mit dem ich gegen Boggy dann antreten kann. Den kriege ich erst im nächsten Level. Flieg, mein Vogel, flieg. Okay. Bio, Bio. Kutorishan, Kutorishan. Bist du jetzt fertig? Was fertig? Mit allen? Nein. Aber ich gehe jetzt schon mal zum nächsten Level, zumindest zum Puzzle-Bild. Du hast mich vorgelesen. Die Bestleistung dieser Welt beträgt 100 Noten. Gut. Gut zu wissen. Guck, das ist so eine Notentür. Das heißt, ich brauche 350 Noten. Viel. Nicht, wenn du in jeder alle 100 findest. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Ja, das sollte mal die Lava-Welt wahrscheinlich werden. Die wurde auch rausgestrichen. Ja. Guantilda bläst euch jetzt den Marsch. Ich versohle euch den Hintern. Sie wollte eigentlich sagen Arsch. Sie mag deinen Hintern. Ist das nicht nett? Ja, das wird der nächste Level. Bobby's Valley. Wollen wir ihn öffnen? Mach mal. Oh, eine Pyramide. Das ist eine Sphinx. Ach so, die Pyramide. Ja. Die in dem Bild. Was ist das? Das ist der Level-Eingang. Okay. Bobby's. Ich kann mich ja schon mal vor den Level-Eingang stellen. Du das. Wie komme ich denn da nochmal hin? Ich glaube, ich weiß. Ja. Nicht in die Lava fallen, nicht in die Lava fallen.
Heiß, heiß, heiß. Naja, die lacht nicht mehr lange. Weil wir das Lachen vergehen. Weil die spricht immer in Reim, deswegen hat sie aber nicht das gesagt, was da eigentlich hätte stehen sollen. Ich blase euch den Marsch, ich versohle euch den. Punkt, Punkt, Punkt. Punkt, Punkt. Deswegen Hintern. Ja. So. Nur wir Sandale können im heißen Sand überleben. So, und die plaudert jetzt erstmal wieder Geheimnisse über ihre Schwester aus. Was hat sie denn heute? Grantildas bester Freund in der Hexenschule war die Tafel. Hat sie die Tafel geliebt? Zum Relaxen liest sie die Hexenrundschau. Dabei schlürft sie genüsslich an einem Rattenmilchshake. Oh, ihr armen Schatzis, eure Energie ist etwas matt. Ich werde euch ein wenig erfrischen. Das ist aber nett, ne? Ja, so ist es besser, nicht wahr? Ja, danke. Thank you, my friend. Thank you, my friend. My friend. So, hiermit beende ich den Part und beim nächsten Mal geht es weiter mit Gobi's Valley in der Wüste. Tschüss. Tschüss.